Verona Poth hat zur diesjährigen Verleihung des Felix Burda Awards in Berlin eine ganz besondere Begleitung mitgebracht. Die Moderatorin erscheint zusammen mit ihrem Sohn Diego auf dem roten Teppich. Der 20-Jährige ist erst kürzlich zurück nach Deutschland gezogen, nachdem er 2 Jahre an einer Golfakademie in Florida studiert hat. Nun begleitet er seine Mama bei ihrem Herzensprojekt. Schon seit 20 Jahren unterstützt die Entertainerin die Felix Burda Stiftung und setzt sich für Darmkrebsvorsorge ein. Naja, Darmkrebs war vor über 20 Jahren noch wirklich ein Tabuthema. Keiner wollte drüber sprechen, allen war es peinlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, du bist ja wesentlich jünger. Ja. Ist das peinlich für dich, so über Darmforschung zu sprechen, beziehungsweise Darmspiegelung oder so? Also ich bin gerade 20, glaube ich, bin da noch nicht so, sage ich mal, jetzt die Zielgruppe für. Aber ich glaube, es ist was, worüber man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte. Und auf jeden Fall, wenn ich jetzt älter werde, werde ich das auch mit zur Darmvorsorge gehen natürlich. Weil lieber geht man einmal hin, lieber ist man sicher, als es dann am Ende doch zu haben. Und dann ist das Geheule groß. Und nicht nur beim Thema Gesundheitsvorsorge sind sich Mama und Sohn einig. Als wir den Poth-Sprössling auf dem roten Teppich beobachten, fällt auf, Diego ist genauso eitel wie seine Mama. Er tritt immer mehr in ihre Fußstapfen. Anfang des Jahres läuft er sogar als Model in Mailand auf dem Laufsteg. Für seine Karriere hat ihm Verona besonders einen Tipp mitgegeben, wie er im Interview mit bunte.de verrät. Tatsächlich hat sie gesagt, also was Model angeht, guck arrogant, aber ich bin so null vom Wesen her. Das Letzte, was ich jemals sein will, ist arrogant. Aber sie hat gesagt, so ein arroganter Blick kommt anscheinend gut an. Habe ich mich ein bisschen zusammengerissen, dann habe ich es am Ende doch gemacht und ich gehört, es ist ganz gut geworden. Aber sonst hat sie mir keine großartigen Tipps gegeben, außer ich soll einfach ich selbst sein. In Zukunft dürfen wir uns also auf häufigere Mama-Sohn-Auftritte wie diesen freuen.